Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns wieder der traditionell europäischen Medizin. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Karl-Heinz Steinmetz wieder bei uns ist. Thema Schlafen ist ein, ja, wirklich wichtiger Faktor für uns im Leben. Und immer wieder hören wir einzelne Bausteine, die wir beachten sollten. Aber gibt's nicht ein ganzheitliches System, was uns wirklich auf vielen Ebenen abholt und uns wirklich in ein gesunden, ganzheitlichen Schlaf bringen kann. Und was das alles ist, das erfahren Sie heute. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Karl-Heinz, schön, dass du wieder da bist. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, weil wir wirklich im Vorgespräch jetzt schon über die traditionell europäische Medizin, über dein Institut gesprochen haben in Wien und auch deine Tätigkeit als Privatdozent. Und wie jetzt gerade in dieser besonderen Zeit der Vernetzung wunderbare Kombinationen wirklich auch mit Ärzten entstehen und ihr da wirklich euch richtig toll aufgestellt habt mittlerweile. Und ich freue mich natürlich über noch mehr Kooperationen und europäische Vernetzung sogar. Ja. Aber heute wollen wir uns mal zum Thema Schlaf wirklich auseinandersetzen, weil Schlafprobleme sind ja schon ein relevantes Thema, weil inwieweit spielt der Schlaf wirklich auch aus der TEM eine Rolle? Was ich ganz witzig finde, wir alle können schlafen, wir müssen es gar nicht lernen. Mhm. Und das finde ich wichtig, dass wir uns das nochmal vor Augen halten. Also Schlafhygieneverbesserung, Schlaftraining, Schlafoptimierung bedeutet eigentlich, dass wir nur die Stolpersteine ein bisschen wegräumen und den eingeborenen oder den angeborenen guten Schlaf neu entdecken. Auch hier bei Q24 habe ich ganz, ganz tolle Interviews gesehen zu Details, spitzenmedizinische Ergebnisse. Aber viele Laien fragen sich vielleicht, wie komme ich dann jetzt mit diesen verschiedenen Bausteinen zu einem guten Gesamtkunstwerk Schlaf? Und da finde ich eben die traditionelle europäische Medizin so interessant. Was ist die TEM? Das ist unsere eigene Heiltradition hier in Europa, also Schweiz, Deutschland, Österreich, aber rauf bis Finnland, hinunter bis Neapel oder noch weiter. Und wenn wir die Quellen anschauen, dann war Schlaf natürlich immer schon ein Thema. Also Hildegard von Bingen, Paracelsus, der Hippokrates, Galen von Pergamon. Alle die haben natürlich in ihren Büchern, in ihren Werken auch immer schon über den guten Schlaf geschrieben. Und mich interessiert jetzt, gibt es da irgendeinen Benefit? Und für mich wäre eben der Benefit die Alltagstauglichkeit und dieses Gesamtkunstwerk. Wie kann ich so mit 5, 6, 7 Bausteinen, ich, der kleine Karl in Wien, in meiner Wohnung, wie kann ich mich dem annähern und das ein bisschen umsetzen? Schlaf ist ja auch noch, da du ja natürlich auch im Bereich Spiritualität sehr vorne dabei bist. Mit Schlaf können wir noch viel mehr Dinge transformieren oder optimieren oder vielleicht auch Themen im Leben bearbeiten. Da würde mich mal interessieren, was habe ich denn noch für Möglichkeiten, die doch noch so viel mehr sind wie nur Schlaf? Weil wir reden nur von Augen zu und tschüss. Mhm. Aber was gibt's denn da noch? Die traditionelle europäische Medizin würde sagen, das sind so, ich glaube, 7 Baustellen. Wenn ich jetzt nur 6 hinbringe, bitte verzeih mir das, aber wir gehen da einfach mal durch. Ich würde in der Küche beginnen. Also der gute Schlaf ist ernährungssensibel und da gäbe es schon 2, 3 Punkte zu beobachten. Dann würde ich doch auch gleich ins Schlafzimmer gehen. Wie ist eigentlich das Schlafzimmer eingerichtet und gibt es da spirituelle Altlasten im Schlafzimmer? Und was mache ich, wenn ich den Eindruck habe, ich kann genau hier an diesem Platz nicht gut schlafen? Dann Nummer 3, hat gutes oder schlechtes Schlafen immer mit den Stresshormonen zu tun? Mhm. Also da würde ich auch noch mal hinschauen. Da sind wir dann durchaus auch bei Schilddrüse oder überhaupt bei der Endokrinologie. Also was ist da im Gesamtsystem los? Dann würde ich unbedingt auch Heilpflanzen dazulegen. Es gibt ein bisschen mehr wie nur Baldrian für den guten Schlaf. Für mich ist der Baldrian nicht so gut.
ich durfte dich vorher pulsen. Mhm. Ich würde dir auch keinen Baldrian empfehlen, sondern was anderes. Ja, dann Träume. Wie gehe ich mit meinen Träumen um? Was passiert da in Träumen? Vielleicht sogar luzide Träume. Träume, in denen ich merke, dass ich träume. Jetzt glaube ich, haben wir schon 5, 6 Baustellen. Es gibt auch noch ganz, ganz konkrete Problemfelder. Als Mutter, ich habe ein Baby, oh ja. Jetlag, Schichtarbeit. Mhm. Also das Thema ist sicher zu groß jetzt für unsere halbe Stunde, die wir haben. Aber mir geht es eben um das Gesamtkunstwerk und da einige alltagstägliche Weichenstellungen. Mhm. Dann würde ich sagen, starten wir mal beim ersten Punkt, oder? Mhm. Das war die Küche. Ja, dass Kaffeekonsum problematisch werden kann. Und Alkoholkonsum, das haben viele Menschen mitbekommen und da sind die Regeln relativ einfach. Also nochmal zur Biochemie dahinter, wir haben Adenosin, das ist ein Stoff, der macht uns richtig schön müde, je länger wir wach sind. Und der Kaffee, der kann diesen Adenosin-Rezeptor kapern und dann werden wir eben nicht müde. Und jeder darf ein bisschen selbst erspüren, ich bin ein Kaffee-Junkie. Und ich glaube, das ist auch gut so. Da sind wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe drin. Aber wann ist Schluss? Um 13 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr? Irgendwann sollte da Schluss sein. Ja. Und das darf man ein bisschen erspüren. Aber kennst du das Phänomen, dass auch Kaffee müde machen kann? Ja. Also das stelle ich oft fest. Also ich, wenn ich Kaffee trinke, bin ich danach fast müder wie davor. Da gibt's auch jetzt ganz eine neue Studie, die zeigt, wir unterschätzen Kaffee, weil wir immer nur auf das Koffein schauen und so einige Stoffe. Oder überschätzen. Ja, überschätzen und unterschätzen. Mhm. Und ich habe jetzt in der Zugfahrt eine neue Studie gelesen, die zeigt, da gibt's einige Wirkstoffe im Kaffee, die haben wir die letzten 10 Jahre einfach nicht berücksichtigt. Also da braucht's nochmal neue Kaffeeforschung. Positive oder negative? Beides. Okay. Und also da sind auch Bitterstoffe drin, die wir nicht genügend berücksichtigt haben. Die einen Bitterstoffe, wenn sie hier ankommen, die besänftigen den Magen, dann später triggern sie den Magen wieder. Also das ist ein sehr komplexes Gebiet für unser Thema jetzt. Zu weitgreifend, aber ja, da muss auf jeden Fall noch geforscht werden. Ja. Alkohol wissen auch die meisten Leute, wenn der Alkohol abgebaut wird, also wir sprechen dann vor allem so 4 Stunden nach dem Alkoholkonsum, entstehen da Stoffe, die vor allem in der zweiten Nachthälfte den Schlaf ganz massiv stören können. Auch da hatte man im Mittelalter eine einfache Regel. Erstes kleines Glas Adler, zweites kleines Glas Löwe, drittes Glas Schwein. Was meint es, wenn ich das erste kleine Gläschen trinke, werde ich ein bisschen beflügelt. Beim zweiten Glas werde ich schon fast tollkühn. Und beim dritten Glas wird's schweinisch. Was möchte ich damit sagen? Ja, es geht um kontrolliertes Trinken. Ich mag auch manchmal beim Abendessen gerne ein Glas Wein. Aber ich bleibe halt meistens beim ersten oder allerhöchstens beim zweiten. Das dritte Glas, das verkneife ich mir. Vielleicht noch wichtiger ist die Frage der Kohlenhydrate. Das wissen jetzt nicht alle Menschen bezüglich der Schlafhygiene. Insulin, die Fähigkeit, Kohlenhydrate zu verdauen, sind am Tagesablauf ganz unterschiedlich konstelliert. Und ich komme aus Wien und wir könnten deswegen jetzt mal sagen, wenn Kaiserschmarrn und Apfelstrudel, bitte gleich zum Frühstück, am Vormittag oder auch mittags geht das noch gut. Die TM behauptet, da wäre die sanguinische und die cholerische Phase. Da können wir diese Kohlenhydrate perfekt verstoffwechseln. Am Abend gleiten wir in die melancholische Phase und um Mitternacht sind wir dann in der phlegmatischen Phase. Da geht das gar nicht mehr so gut. Also deswegen jetzt so Daumen mal Pi. Kohlenhydratreich eher am Morgen. Wenn ich Rohkost zu mir nehmen möchte, zum Beispiel auch einen Wildkräuter-Smoothie, dann wäre das am besten mittags. Abends würde ich jetzt, wenn Kohlenhydrate, dann nur komplexe Kohlenhydrate mit einer niedrigen glykämischen Last und doch eher den Akzent auf gedünstetes Gemüse, keine Rohkost mehr. Also eher auch so Eintöpfe oder Gemüsepfannen. Und durchaus auch Eiweiß betont.
Und ja, dann halt im richtigen Zeitpunkt vorm Schlafengehen Schluss machen. Jetzt das wäre jetzt mal das Wichtigste aus der Küche. Das wären handfeste Regeln, die sich sofort rentieren. Wenn jetzt jemand aber schon, das kennst du ja auch, diese ganzen Verdauungsthematiken hat, Dünndarm, Fehlbesiedlung, dann gärt mir ja nachts der Pilz und macht im Grunde das Gleiche, was Zucker oder Kohlenhydrate machen würden. Gibt's da auch einen Trick oder Kräuter, die das einfach abdämpfen? Man traut sich schon fast gar nicht mehr sagen, weil Bitterstoffe sind in aller Munde. Damit kann man sehr gut arbeiten. Und auch da gibt uns die TM wieder auf den Weg. Da gibt's eine ganze Bandbreite. Es gibt Amara Aromatica. Das sind Bitterstoffe, die gleichzeitig sehr viel ätherische Öle haben. Kalmus, aber natürlich auch Anis und Fenchel und so in dieser Preisklasse. Die haben diese leichte Bitterwirkung und gleichzeitig wärmen sie, jetzt für die bisschen kälteren Typen. Auf der anderen Seite gibt's aber Amara Pura, reine Bitterstoffe ohne ätherische Öle. Da wären wir dann beim 1000-Güldenkraut, teilweise auch Enzian. Das ist, wenn jemand eh schon hitzig ist und sich da am Abend oder natürlich auch untertags mit Bitterstoffen Gutes tun will, ohne sich so zu triggern. Dann, weil du die Dysbiosen angesprochen hast, Heilerde wäre für die TM wieder für die sehr feuchten Typen, weil die Heilerde die Dysbiose durch Ad- und Absorption die Giftstoffe gut bindet und hinaus befördert, aber eben trocknet. Deswegen wäre die Heilerde gut für sehr feuchte Typen. Woran erkennt sich selber ein feuchter Typ? Viel Speichelfluss, Lymphe bleibt manchmal auch ein bisschen so stehen, also eher so ein bisschen geschwollen, rund und saftig, so vom Gesamtgefühl. Wären trockene Typen wie ich, ich bin meistens sehr trocken, die profitieren eher von Heilmoor, vom Moortrunk. Da sind Huminsäuren drin und die gehen in den Darm durch diese organischen Komponenten sehr viel smoother, sehr viel weicher hinein. Ja, da hätten wir jetzt einige Therapeutika, die es natürlich auch im Fachhandel gibt. Ich habe einen lieben Freund, der hat ein Heilmoor und in meinem kleinen Institut, Institem, Institut für TEM, die Webseite wäre die www.institem.at, da haben wir auch den handgestochenen Moor aufbereitet als kleinen Moortrunk. Ah, okay. Spannend. Da scheint wohl auch noch, das könnte man eigentlich auch mal ein Interview drüber machen. Da sind wohl sehr gerne ziemlich viele wichtige Faktoren noch für unseren Körper drin. Schön, dann gehen wir mal weiter, raus aus der Küche. Ich will mein Schlafzimmer schauen. Dass man mal einen Schlafzimmercheck machen kann, das liegt auf der Hand. Meistens sind wir irgendwie modediktiert oder trenddiktiert unterwegs. Ich mag das immer, mit Klienten, die ich manchmal auch begleite bei einem Schlafzimmercheck, sie anzuregen, das Schlafzimmer anzuschauen, als ob sie noch nie drin gewesen wären. Also wie bei einer Besichtigungstour, das ist gar nicht mein Schlafzimmer. Man kann sich da sehr gut Freund, Freundin mitnehmen und einfach mal so einen Check machen und dann entdeckt man schreckliche Sachen. Elektrosmog ohne Ende, obwohl man es eigentlich das gar nicht wollte. Also da ist ein Handykabel, da ist wieder irgendein Elektrogerät. Dann entdeckt man auf einmal Farben, die man eigentlich nicht mag, aber man weiß selbst nicht, wie in Schlafzimmer Einzug gefunden haben. Dann natürlich schlechte Matratzen, Kissen zudecken. Die Schlafforschung zeigt, wir können überhaupt nur schlafen, wenn die Körperkerntemperatur, wenn ich ins Bett gehe, um 1 Grad absinkt. Manche Leute haben einfach eine so dicke Bettdecke, dass ich auf den ersten Blick sehe, ich würde jetzt mal wienerisch sagen, obwohl ich Bayer und kein Wiener bin, das geht sich einfach nicht aus. Also wenn die Bettdecke zu dick ist, ist das schon ein Trigger, um nicht schlafen zu können, weil der Körper nicht herunterkühlen kann und das braucht er in der Nacht. Wir können uns noch viele Sachen anschauen. Manche Menschen wissen intuitiv, dass es in einem Schlafzimmer oder in der ganzen Wohnung Altlasten geben kann. Es gibt einfach auch belastende Beziehungen, die nicht abgeschlossen sind und noch am Bett haften. Muss man nach jedem Mann dann das Bett wechseln? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich liebe Räucherungen.
Man kann es unterschiedlich angehen. Wer so ein bisschen offen ist, jetzt auch für Spiritualität oder für mehr als das Sichtbare, kann natürlich die Räucherungen auch so interpretieren. Wenn jetzt jemand wirklich so Naturalist und sehr auf der empirischen Ebene ist, dann ist es einfach nur Selbstwirksamkeit. Es ist ein Ritus, mit dem ich selbst abschließen kann. Mhm. Also man muss es jetzt gar nicht spirituell aufbrezeln, obwohl ich das auch mag. Aber wer jetzt so sehr basal unterwegs ist, einen Ritus setzen, um nochmal loszulassen. Und ich mag das sehr gerne. Man kann zum Beispiel Schafgarben stängeln, dann natürlich auch Salbeiblätter, Rosenblätter und andere spannende Pflanzen, nebst zum Beispiel Fichten oder Tannen oder Lärchenharz selber sammeln. Man kann sich mal so einen Stick binden. Oder man kann natürlich auch eine Duftlampe benutzen und da oben Heilpflanzen aufstreuen, das Fenster gut öffnen und die Sachen freigeben. Das darf innerlich geschehen, aber eben auch äußerlich mit so einem Ritus. Und ich kenne da Geschichten, die sind unglaublich, wo Menschen unbewusst immer noch die Geschichten ans Bett irgendwie angekettet hatten. Mhm. Und nach so einem Räucherritus man den Eindruck gehabt hat, jetzt ist das durchs Fenster hinaus verschwunden. Es ist total spannend, wenn ich dir so zuhöre und denke, okay, wenn ich zu Hause mal räuche, ich habe immer den Fokus irgendwie Büro, Kinderzimmer, gearbeitet. Schlafzimmer war jetzt gar nichts, also lustig. Obwohl da alles ja noch mal kommt, was wir tags erlebt haben in den Träumen. Und ja, also von Elektrosmog beseitigen, vielleicht doch noch einige Ladenhüter endlich mal aus dem Schlafzimmer hinaus katapultieren bis zu räuchern. Das Thema Schränke oder auch Spiegel, da gibt es ja auch viele Themen dazu. Ich habe auch entdeckt, es gibt nicht nur das asiatische, das chinesische Feng Shui, so würde man das richtig aussprechen. Bei uns sagt man meistens Feng Shui. Ja, passt die auch. Wir haben das natürlich auch. Vier Temperamente, vier Himmelsrichtungen, vier Farben. Also es gäbe sozusagen eine europäische spirituelle Einrichtungslehre. Mhm. Und da gibt es viele, viele tolle Tipps. Wenn möglich, könnte der Kopf entweder eher Richtung Norden oder Osten sein und die Füße eher Richtung Westen, Süden. Man muss das nicht pressen. Mhm. Es geht nicht nur, wie liege ich im Bett. Aber manche Leute spüren das ja auch, dass es irgendwelche Verwerfungen im Erdreich gibt, vulgo Erdstrahlen. Das spüren fast alle sensible Menschen. Und das dürfen wir dann berücksichtigen. Ich kann ja die Möbel unterschiedlich aufstellen. Ja, da gäbe es viel zu beachten, um das Schlafzimmer wirklich zu einem guten Schlafplatz zu machen. Mhm, schön. Kann ich das irgendwo nachlesen? Oder gibt es da? Wir basteln gerade an einem Webinar. Echt? Ja, und zwar so, dass ich mich da einfach online einlinken kann und in 8x1 Stunde diese ganzen Baustellen, die wir jetzt da ein bisschen besprechen, auch durchgehen kann und das in den Alltag integrieren. Also das wird ein Kurs, wo ich mich dann schon 2-3 Wochen mit mir beschäftigen kann und das in den Alltag bringe. Das gibt's bei mir im Institut, eben www.institem.at. Aber natürlich, das, über was wir jetzt sprechen, ist eh auch allgemeine Schlafforschung. Die einzelnen Bausteine finde ich in jeglicher guten Naturheilkunde-Literatur zum Thema guter Schlaf. Mhm. Und wir haben das jetzt bei unserem Institut einfach mal gebündelt, damit man es an einem Ort finden kann. Sehr schön. Wie geht's weiter? Was haben wir noch für Heilpflanzen? Ja. Das Baldrian-Tinktur gut wirkt, das ist ja in der Forschung so schön nachgewiesen. Deswegen verstehe ich nicht, wieso viele Ärzte immer noch zu den ganz normalen Pharmaprodukten greifen, die doch irgendwie ganz massiv die Schlafarchitektur stören können. Auch abhängig machen, oder? Ja, die neueste Generation macht Gott sei Dank nicht mehr körperlich abhängig. Das sind die sogenannten Z-Schlafmittel, weil sie alle mit Z beginnen. Das kann in ganz großen Krisen vorübergehend mal eine Krücke sein. Aber ich muss sie ja irgendwann wieder absetzen. Und dann gibt es oft diesen Insomnia-Rebound. Das heißt, wenn ich das Schlafmittel dann absetze, katapultiert es mich zurück, wo ich eigentlich mal begonnen habe. Ich würde von Haus aus lieber mit Pflanzen arbeiten. Mhm.
mache das selber auch so. Und ja, Baldrian ist klar, das ist gut nachgewiesen, das sind die Baldrian-Lignane. Gibt's kübelweise Studien. Nicht so bekannt ist zum Beispiel der Goldmohn. Ist auch mit dem Schlafmohn verwandt, ganz, ganz weit. Mhm. Ist ein bisschen, kommt aus Amerika, aus Kalifornien. Ist aber schon seit längerem auch in Europa sehr verbreitet und wurde deswegen einfach in die TM integriert. So ein bisschen ein Grenzgänger. Dann Linden, Blüten, vor allem auch Lindenknospen für Kinder. Der Lavendel hat auch wieder sehr, sehr viele Studien auf seiner Seite. Die Melisse wäre eine tolle Heilpflanze. Und ich durfte dich ja vorher pulsen. Darf ich kurz sagen, was ich für einen Impuls hatte? Mhm. Bei Lavendel. Mhm. Und ich würde es mit der Melisse kombinieren. Und mhm. zwar Melissentinktur und die Lavendel würde ich als ätherisches Öl schnüffeln. Mhm. Man kann also diese Heilpflanzen nicht nur als Tee, als Tinktur einnehmen, sondern gerade beim Lavendel ist eine therapeutische Intervention sehr, sehr gut nachgewiesen. Das ist die volle Dröhnung an der Bettkante mit einem Schnüffelfläschchen. Mhm. Also ich würde dir empfehlen, besorg dir sehr, sehr gutes, essentielles ätherisches Lavendelöl und dann machst du einfach da die Kappe ab und dann fünfmal jede Seite. Okay. Also ja. Zehnmal schnüffeln, zumachen und dann gleich hinlegen. Da gibt es eine tolle Studie, was das mit dem Hirn macht. Also eine tolle Intervention. Passionsblume, ja, weitere Pflanzen, also so sicher 9, 12, Haferstroh. Wird auch oft mhm. vergessen, eben nicht oben die Haferflocken, nicht unten die Wurzeln, sondern diese Stängel, die sind leicht psychoaktiv. Aber stimmt, das habe ich schon mal gehört. Ja, schlaffördernd. Und auch da arbeite ich sehr, sehr gerne mit Leuten und das wird dann auch wieder Teil des Webinars sein, dem richtigen Schlafpatienten die richtige Heilpflanze. Also personalisiert, bitte nicht jeder einfach irgendwas, was da rumliegt, sondern man kann das auch so im Resonanzsystem machen. Ich könnte mir die Bilder anschauen. Mhm. Bei uns im Webinar haben wir dann auch Filme, wo wir die Heilpflanzen mal zeigen. Welche Pflanze spricht mit dir und mhm. winkt dir eh zu, hey, ich bin deine Schlafpflanze. Ja, und dann halt auch diese Angst verlieren, wenn man jetzt sagt, wirklich mhm. mal geht spazieren und mich springt in letzter Zeit, also die ganz massiv war das der Löwenzahn jetzt die ganze Zeit, mhm. wo ich sage, ja, dann muss man einfach auch essen, weißt du? Mhm. So. Und dann haben wir natürlich alle gelernt, wow, Fuchsband, wow, du stirbst, wenn du ein Lebensmittel aus der Natur isst. Du kennst wahrscheinlich die Forschung, wo der Fuchsbandwurm wohnt oder wie er sich überträgt. In erster Linie dadurch, dass Haustiere den Fuchsbandwurm aus der freien Natur aufnehmen und dann beim Kuscheln Härchen oder Frauchen mhm. weitergeben. Und es gibt nahezu keine nachgewiesenen Fälle, dass durch Konsum von Wildpflanzen sich der Fuchsbandwurm übertragen hätte. Mhm. Also da gibt es teilweise auch eine Panikmache, wo ich mich immer frage, wo die herkommt. Natürlich sollte man mit Wildpflanzen sensibel und vorsichtig umgehen. Aber ja, also wenn wir im Supermarkt die Lebensmittel anschauen, wie die teilweise kontaminiert und mhm. malträtiert wurden. Und tot und leer. Und tot, und ja. Dann frage ich mich, wo da die wahre Gefahr wohnt. Mhm. Meines Erachtens nicht bei den Heilpflanzen. Und man kann da ja auch mal Kurse machen oder Fachliteratur lesen und dann ist man gut aufgestellt. Ja, dann mal so einen Wildkräuterspaziergang mitmachen. Mhm. Löwenzahn ist übrigens gut mit den anderen Bitterpflanzen, wenn jemand immer um 2, 3, 4 Uhr nachts aufwacht, dann ist es nämlich eher nicht die Störung dieses ganz normalen Schlafschemas, sondern dann ist das eher ein entweder Leber- oder Milzsyndrom, würde die TM sagen. Und dann brauche ich Bitterstoffe zusätzlich zu den Heilpflanzen, die wir gerade genannt haben. Also wir haben für dich jetzt schon eine ganze Palette. Ja. Melissentinktur, wenn du magst, auch spagyrisch zubereitet. Mhm. Dann würde ich am Lavendelfläschchen schnüffeln. Und dann würde ich dir, wenn er dich immer schon anlacht, mhm. den Löwenzahn empfehlen. Und da würde ich dir auch... Die Blüten, witzigerweise. Ja, ich würde mit dir auf die Wiese gehen mhm. und Plantatota, die ganze Pflanze ernten, Wurzel,
Stängel, Blätter und die Blüte und dann könnten wir zusammen eine Tinktur machen. Ich habe auch eine Tinkturenpresse. Also herzliche Einladung, komm mal bei mir in Wien vorbei. Sehr gerne. Kostenlose Tinktur für dich selbst gemacht. Super. Meine Leber freut sich. Ja. Haben wir noch was Wichtiges? Jetzt muss ich echt kurz überlegen in der Übersicht. Die Schlaftrigger, diese Chronomedizin, das ist jetzt auch wieder ein sehr großes Thema, aber gute Reize setzen. Am Morgen Luft und Licht duschen, damit der Körper merkt, hallo, es ist morgen. Gerne diese Kneippschen Wechselgüsse, damit alles hochfährt. Das vergessen auch viele Leute. Licht und Luft und Temperaturreize am Morgen machen den guten Schlaf am Abend. Okay. Dann klare Mahlzeiten. Bitte sich nicht durch den Tag snacken, sondern Frühstück. Wer mag, natürlich einen kleinen Snack mit Nüssen und Obst, nicht mehr. Klares Mittagessen, vielleicht nochmal einen dezenten Nachmittagssnack. Klares Abendessen. Dann hilft es dem Körper, dass er seine inneren Uhren synchronisieren können. Da gibt's ein schrecklicher Begriff, den suprachiasmatischen Nukleus. Das ist der große Dirigent der inneren Uhren. Aber die inneren Uhren sitzen überall, in allen Organen. Und dieser große Dirigent schaut, dass das alles mit Melatonin und so, damit das gut zusammenpasst, dass am Morgen dann eben Cortisol, dass wir gut aufwachen. Und unser System hat eben nur eine Chance, wenn wir mit dem Körper klar kommunizieren. Keine Computerbildschirme mit blauem Licht nachts. Am Vormittag ist das wunderbar. Also diese klare Sprache der Tageszeiten, der Mahlzeiten, der Jahreszeiten, dann findet unser Körper seinen guten Rhythmus. Schön. Karl-Heinz, war super spannend. Ich freue mich noch auf ganz viele weitere Interviews. Wir haben ja schon besprochen, was wir noch machen werden. Und da sind wirklich spannende, tolle Dinge dabei. Vielen Dank dafür. Gerne. Und bis bald. Und ich freue mich schon auf die Tinktur. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind auch inspiriert, auf welchen Ebenen wir wirklich auch mit uns arbeiten können. Ob jetzt, was das Thema Schlaf angeht, aber auch ganzheitlich gesehen. Und ich freue mich immer wieder, wenn Sie zuschauen. Vielen Dank dafür und bis bald. Tschüss.